Ich freue mich so sehr auf die Weihnachtszeit und Sie sich wahrscheinlich auch. Super duftende, leckere Spekulatius. Weihnachtsgeschenke holen, in die Stadt gehen zum Weihnachtsmarkt und sich dann abends entspannt und durchgefroren auf die warme Couch setzen. Fernseher an und da läuft ein Weihnachtsfilm. Auch das ist so schön. Mein Favorit ist ja Kevin allein zu Hause. Aber ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass gerade auch bei den Weihnachtsfilmen irgendwie die Kinoatmosphäre nicht so ganz aufkommt? Ja, irgendwie ist das mit dem Ton dann doch nicht das gleiche wie im Kino. Und das liegt ja nicht an irgendwelchen schlechten Lautsprechern, sondern einfach an der Konzipierung unserer Fernseher. Und deshalb möchten wir nachrüsten. Hier für kleines Geld, liebe Zuschauer, mit sogenannten Soundbars, die sich auch hervorragend als Weihnachtsgeschenk-Idee eignen. Richtig? Ja, natürlich. Also gerade wenn man jemanden kennt, der einen Fernseher hat ohne Soundbar, da sollte man unbedingt nachrüsten. Wir schauen uns mal einen modernen Fernseher, und so sehen sie alle aus, mit kleinen Unterschieden von heute an. Und zwar ist der links von mir. Ich werde jetzt gleich mal aufstehen und zu ihm gehen. Und dann schauen Sie mal direkt hin. Wenn wir jetzt mal rundherum schauen um den Fernseher. Es geht jetzt nicht um mich. Also wenn Sie von mir den Kopf nicht sehen, macht nichts. Es geht um den Fernseher. Und das ist so ein handelsüblicher Fernseher, der wie er heute verkauft wird. 50 Zoll hier. Und wir sehen oben auf der Seite jeweils so einen halben Zentimeter noch Rand, um das schöne Bild so groß wie möglich zu machen. Jetzt aber suchen Sie Lautsprecher. Wo sind die? Entweder nach hinten verbaut oder nach unten. Das heißt, der Klang geht von innen weg. Und dann hilft jetzt so eine Soundbar. Und das hier ist unser erstes Produkt. Es fügt sich eigentlich ins Bild komplett ein, ist aber jetzt ein separates Gerät. Einfach anzuschließen. Und jetzt kommt der Klang wieder dahin, wo er hin soll. Nämlich hier vorne raus. Und ich habe auch meine Soundbar, die ich habe, kurz vor Weihnachten installiert. Ist jetzt allerdings bei mir schon 2 Jahre her. Und mein Lieblingsweihnachtsfilm, weiß nicht, ob ich da alleine bin, aber ich finde den einfach jedes Jahr wieder süß, ist Der kleine Lord. Oh. Und ich habe das angeschlossen, das war für mich ein riesen Aha-Erlebnis. Es gibt eine Szene, wo kleine Lord Fauntleroy, also die, die den kleinen Lord mögen, die wissen das jetzt auch, mit seinem Großvater Büchsenfußball spielt, und zwar auf der Terrasse in seinem Schloss. Und dann klingt das wieder wie Dosenfußball. Du hast den richtigen Sound dazu. Das ist jetzt nur eine Kleinigkeit, aber das geht alles hiermit. Und ich habe hier jetzt mal ein paar ganz einfache. Ich muss kurz vorne dran mit der Fernbedienung, weil das brauche ich nicht mal am Gerät einschalten, sondern ich gehe hier mit der Fernbedienung dran und schalte es ein. Und ich habe mal ein paar Filmmusiken ausgesucht, die ich hier jetzt einspiele, weil ich habe ja andere Möglichkeiten noch. Ich kann das auch per USB-Stick machen. Und das habe ich jetzt gewählt. Ich kann auch per Bluetooth verbinden, meine Lieblingsmusik, und zwar mit einer unglaublichen Klangstärke. Bis zu 100 Watt Musikspitzenleistung. Die muss man gar nicht voll ausschöpfen, sondern da hält man sich einfach ein klein wenig zurück, um die Nachbarn nicht zu ärgern. Aber es geht natürlich um die Klangqualität. Und jetzt hör mal, das fängt langsam an. Aber nur allein durch diese Geräusche wird jetzt Emotion verkauft. Plötzlich bekommt das Bild, obwohl das gar nicht dazugehört, ein Leben, eine Dynamik. Und so ist es mit allem, was wir sehen. Der Ton spielt eine ganz entscheidende Rolle. Und deshalb ist so eine Soundbar unbedingt notwendig. Hier haben wir auch noch weitere Optionen. Nämlich, du kannst auch, je nachdem, was du anschaust, den Equalizer einstellen. Und jetzt höre ich gerade von unserem Toningenieur, ihm ist es schon zu laut. Das wäre jetzt wie, wenn ihr Nachbar gegen die Tür klopft oder mit dem Besen gegen die Wand. Wow, ist zu laut. Macht aber nichts. Es geht um die Tonqualität. Und wir haben auf der Fernbedienung und natürlich auch am Gerät auch verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Ich glaube, es ist immer noch ein bisschen zu laut. Wow, da sehen Sie mal, was wir da für eine Leistungsstärke haben. So. Jetzt bin ich, glaube ich, wieder im normalen Bereich. Aber ich möchte Ihnen auch die Fernbedienung noch mal zeigen, weil die unglaublich einfach ist. Ich kann hier natürlich wählen, woher. Ich wähle meinen Ton. Da sehen Sie ganz einfach, wenn ich jetzt einen USB-Stick oder eine Liedwahl mache, mache ich hier. Sie haben gehört, laut und leise stelle ich hier. Wir können dann natürlich auch Bässe und Höhen einstellen. Und hier kommt eine automatische Equalizer-Einstellung, weil Musik zum Beispiel anders als ein Film eingestellt werden sollte. Die News, also Sprache, Nachrichten, genauso anders. Also nur als Beispiel, bei Musik machst du zum Beispiel mehr Bässe rein und die Höhen ein bisschen raus. Bei der Sprache ist es genau andersrum. Da macht man eigentlich Bässe raus und die Höhen rein. Das ist hier automatisch. Und da haben wir noch was Besonderes, 3D. Weil hier sind jetzt nicht nur 2 Stereo-Lautsprecher, sondern gleich 6. Und die kannst du jetzt durch diese 3D-Taste unterschiedlich ansteuern. Und dadurch hast du auch noch einen raumfüllenden Stereo-Klang. Also angelegt
erwähnt, angelehnt an 5.1-Systeme. Natürlich nicht so brillant, weil das einfach nur von vorne kommt. Aber egal, wo Sie im Raum sind, Sie haben denselben Klang durch diese Technologie. Und das für richtig kleines Geld. Und ich glaube, das Klangvolumen, das wir hier haben, das spricht für sich selber, oder? Das spricht Bände, liebe Zuschauer. Das klingt Bände. 56,91 Euro. Ich habe im vergangenen Jahr meinem Papa auch so eine Soundbar, das war jetzt nicht genau die, die gab es da nämlich noch nicht, eine Soundbar geschenkt, liebe Zuschauer, und die Freude war wirklich riesengroß. Also ich glaube, gerade Männern macht man damit auch eine riesen Freude, wenn man sowieso gern fernschaut, Filme schaut, wenn man sich auch das Wochenende gerne mal gönnt, auf der Couch abends mit einem schönen Film oder Serienliebhaber ist, ist das einfach das Weihnachtsgeschenk par excellence mit der Bestellnummer ZX1752 und der 569. Und das Schöne ist, ich spreche ja aus eigener Erfahrung, von Frau zu Frau vielleicht auch an dieser Stelle. Sowohl 56,91 Euro ist ein Preis, den darf man sich gerne jetzt mal gönnen, auch wenn man Gäste hat, vielleicht schon als kleines Vorab-Weihnachtsgeschenk. Das Ganze kann man verschenken und auch wir Frauen uns erfreuen uns an dieser wunderschönen Optik, Klavierlackoptik, die wir haben. Fügt sich wirklich sehr schön im Gesamtbild ein, Ralf, da hast du recht. Es ist eigentlich so gut wie unsichtbar, auch bei mir. Aber für mich das Wichtigste war dieses Aha-Erlebnis, dieses Wow, so kann das klingen. Brillantes Bild haben wir ja alle mittlerweile, HD, UHD, aber der Ton lässt eben noch zu wünschen übrig. Und dabei spielt die Lautsprecherqualität ja in den Fernsehern spielt gar keine Rolle. Es geht um die Stellung. Das ist ja, wenn gerade so ein Lautsprecher nach hinten verbaut ist, als würde ich mit dir sprechen und dir den Rücken zukehren. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Und ich habe weitere Vorteile entdeckt. Wie gesagt, auch ich mache jetzt hier mal auf leise. So. Ich schaue auch gerne Sportübertragungen an. Und wenn man heutzutage Bundesligaspiele anschaut, da ist immer noch so ein bisschen Stadionatmosphäre. Und wenn ich dann den 3D-Klang reinmache, habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich würde im Stadion sein. Ich bin ja unglaublich gerne im Stadion, aber manchmal klappt es halt nicht. Und dann kann ich das damit auch noch mal rüberbringen. Aber gerade bei Spielfilmen ist das ganz, ganz wichtig, weil Spielfilme leben zum Großteil von ihren, man sagt Sounddesign dazu, weil es nicht nur um die Titelmusik oder um die Filmmusik geht, sondern auch um die kleinen Elemente, die drin sind. Da gibt es ganz bei Horrorfilmen zum Beispiel. Stell dir mal vor, du würdest den grässlichsten Horrorfilm, den du jemals gesehen hast, ohne Ton anschauen. Mhm. Ja, dann würdest du anfangen zu gähnen. Da wäre nichts Gefährliches. Ach, guck mal, ein Monster. So, und jetzt kommt aber das Sounddesign dazu. Ja? Ist das auch so, wenn man Pearl TV ohne Ton schaut? Ja, dann ist es auch nicht erschreckend. Nein, aber es kommt erst wirklich, diese Emotionen werden durch die Töne gebaut. Also Klassiker ist ganz einfach der weiße Hai. Ja? Da waren Szenen, die waren unglaublich spannend. Warum? Nicht, weil ein Hai zu sehen war oder weil man gemeint hat, es kommt irgendwas, sondern diese Musik, bei der man wusste, jetzt passiert gleich irgendwas. Und Steven Spielberg hat ja selber mal gesagt, also ein großer Film hängt zu 60% vom Sounddesign ab. Und dieses Sounddesign, das transportieren wir jetzt wieder in Ihr Wohnzimmer und das auch noch für kleines Geld. 56,91 Euro, muss man sich mal überlegen. Ihnen wurde vielleicht damals schon bei Kauf Ihres Flatscreen-Fernsehers empfohlen, eine Soundbar mit dazu zu bestellen oder zu kaufen. Aber da dann nochmal 150, 200, 300 Euro zahlen, kann ich verstehen, dass Sie da sagen, Mensch, das muss nicht sein. Aber jetzt hier für 56,91 Euro bestellen, das darf man sich doch mal gönnen, vor allem in der Vorweihnachtszeit. Gerade auch wenn Sie vielleicht Gäste bekommen zu Weihnachten, die dann zu Ihnen kommen, für die Kinder mal einen netten Film anmachen, damit auch die Kinoatmosphäre haben. Vielleicht ein bisschen Mikrowellenpopcorn dazu und schon erfreut sich die gesamte Familie daran. Ja, liebe Zuschauer, freuen, richtiges Stichwort, denn ich liebe Klänge. Ich liebe satte, satte Bässe. Ich liebe es, wenn es ordentlich wumst im Karton. Und liebe Zuschauer, dafür braucht man eine adäquate Soundbar und 250 Watt Leistung, Ralf, das ist die Kirsche auf der Sahnetorte. Ja, also das ist jetzt wirklich noch ein bisschen noch eins drauf. Also ich habe vorhin gesagt, man hat dieses Aha-Erlebnis hier, kriegt man Maulsperre im ersten Moment, weil es unglaublich ist. Schon optisch ein absoluter Leckerbissen. Du wirst auch gleich sehen, warum. Schon allein optisch. Also Holzbauweise, das ist immer wichtig bei Lautsprechern. Wir haben schöne Bassreflektoren. Aber jetzt bitte ich dich mit mir mal an die Abdeckung zu gehen, bevor wir uns dem Klang widmen. Und dann sehen wir auch mal, was hier dahinter steht.
steckt. Man kann hier also auch ruhig mal zeigen, was man hat. Also Sie können es mit der Abdeckung oder ohne Abdeckung benutzen. Wir sehen hier 15 Lautsprecher der Extraklasse. Und da kann man schon erahnen, was hier für ein Klang rauskommt. Wir sehen gerade im Display blinken Bluetooth. Das heißt, jetzt ist die Option Bluetooth eingestellt. Jetzt wartet er eigentlich darauf, dass man irgendein Mobilgerät damit verbindet. Und das geht hier natürlich auch. Aber ich mache das jetzt mal mit einem USB-Stick, weil auch das ist möglich. Und der Anschluss an den Fernseher, der ist unglaublich einfach. Da kommen wir aber gleich noch dazu, nachdem wir uns eine kleine Tonprobe gegönnt haben. So, jetzt stecken wir den mal ein. Moment. Wie rum gehört er denn? Siehst du, ich habe meine Lesebrille wieder nicht auf. Und von hinten, dann macht man das immer falsch rum. Das ist so die 50% Chance, weißt du? So, jetzt habe ich ihn drin. So, und jetzt geht er gleich hier drauf. Und ich glaube, wir hören schon, oder? Und hier kann ich jetzt natürlich nochmal in neuem Schwung. Oh, ich kriege gleich wieder Ärger. Ich gehe runter. Ich mache es leiser. Aber schauen Sie allein die Boxen, wenn man sich das jetzt anschaut, da wird Musik gelebt. Und ich bin jetzt bei, ich schätze mal, 30% der Möglichkeiten, also in der Musikspitzenleistung. Und hier jetzt mal für Vivian ein bisschen ihrem Alter gerecht, die Musik, so Partymusik, viel Rhythmus, viel Bässe. Und das hören wir jetzt schon bei leiser Lautstärke. Ich gehe jetzt einfach mal ein klein bisschen runter. Wir können gern noch ein bisschen im Hintergrund Musik hören. Aber ich wollte ja über das Einfache vom Anschließen sprechen. Weil jetzt geht es ja um den Fernseher. Und ich habe mal das Bedienteil hier abnehmen lassen, also von einem zweiten Gerät, um Ihnen das hier zu zeigen. Das ist unten dann das Anschlussteil, beziehungsweise auf der Hinterseite, was ich Ihnen gleich zeige, während wir hier die Soundbar nochmal in ihrer vollen Pracht sehen. Übrigens auch hier dieser 3D-Klang. Also ich kann das über den Raum verteilt oder kann sogar ohne Probleme hier eine 5.1-Anlage integrieren, weil auch das ist möglich. Dann habe ich hier natürlich den 100% perfekten Klang. Da nehme ich die Soundbar als Center und habe weiterhin meine 5.1-Stationen im Raum verteilt. Sie sehen optisch ein Leckerbissen, unglaublich einfach anzuschließen. Danke. Dann haben wir Bluetooth-Lautsprecher. Natürlich bist du optisch auch ein Leckerbissen, aber ich habe jetzt mehr die Soundbar gemeint. Ich dachte den Weihnachtsstern. Den Weihnachtsstern auch, ja. Also Bluetooth-fähig, USB, dann haben wir natürlich noch verschiedene Anschlüsse, die ich Ihnen gleich zeigen kann, wo du jetzt auch mal einen Plattenspieler zum Beispiel noch anschließen kannst und den dann über diese Musiklautstärke zu hören. Aber es geht ja eigentlich um den Fernsehton und das ist hier so unglaublich einfach gemacht. Oh, hier Bassreflektoren links und rechts, damit wir satte Bässe unten raus haben, hier noch mal ganz, ganz deutlich zu sehen. AUX Stereo Cinch Eingang, wie gesagt, haben wir da ein altes Tape Deck oder einen Plattenspieler anschließend problemlos möglich. Und natürlich jegliche Steuerung ist hier auch über die Fernbedienung möglich. Und da sehen wir auch, siehst du, um die Mute-Taste herum kannst du jetzt das sind der Subwoofer, kannst du noch mal ein bisschen hoch machen, also die Bässe oder rausnehmen und auch die Satelliten, wenn wir dann eine 5.1-Anlage haben. So, und jetzt geht es um die Anschlüsse. Und jetzt haben viele natürlich so einen modernen Fernseher mit ganz einfach einem Triple-Tuner drin. Das heißt, der Stereo oder der Empfang, der Fernsehempfang ist schon drin. Jetzt schließe ich diese Soundbar ganz einfach über HDMI an. Und zwar gibt es einen Ausgang an Ihrem Fernseher. Alles sind Eingänge, außer ein HDMI-Steckplatz. Der ist auch Ausgang. Und der ist bezeichnet mit ARC. Audio Return Channel. Das ist meistens der HDMI 3 und davon hier rein und jetzt kommt hier der Sound Ihres Fernsehers drauf und schon habe ich den besten Klang. Aber wir sehen, wir haben hier zwei Eingänge. Das heißt, du kannst jetzt auch ohne Probleme eine Spielekonsole noch anschließen und dann die Spiele auch soundtechnisch richtig erleben. Hier drüben sehen wir zusätzliche Subwoofer, wenn ich das möchte. Das hier sind die Stereo AUX Cinch. Das heißt, hier ein externes Gerät. Und das hier ist für die Satelliten praktisch, wenn man eine 5.1-Anlage hat. Muss man aber nicht. Mikrofone zeigen wir auch noch, vollständigkeitshalber, kann ich auch noch anschließen. Könnte ich sogar mal eine Durchsage bei einer Party machen oder sogar ein bisschen mitsingen. Warum nicht? Aber ich glaube, der Klang ist hier entscheidend. Also für mich entscheidend ist, dass wenn Technik einfach anzuwenden ist, wenn ich kein Diplom abschließen muss, um das einzurichten, das ist hier der Fall und der Klang muss sofort stimmen.
Und das ist hier auch der Fall. Und das für vergleichsweise wirklich kleines Geld, weil wirklich Soundbars in dieser Dimension, die kosten halt gerne mal 500 Euro und mehr. Und wir haben hier einen Preis aufgerufen von gerade mal 284 Euro und 91 Cent. Und schau mal, plötzlich, man sieht schon an Dianas Gesicht, plötzlich wirken Soundeffekte wieder, weil sie unglaublich leistungsstark da ankommen, wo sie auch hingehören, nämlich bei dir mitten im Wohnzimmer. Und mitten im Herz. 284,91 Euro versandkostenfreie Auslieferung. Wir reden hier von einer Soundbar, liebe Zuschauer, wie man sie an anderer Stelle nur unter Beobachtung des Verkäufers in einer speziellen Klangkabine anhören könnte. Sowas hat normalerweise seinen Wert und wird so um die 500 bis 600 Euro gehandelt. So auch die unverbindliche Preisempfehlung, die hier bei knapp 500 Euro liegt. Aber wir möchten, dass Sie Weihnachten feiern. Wir möchten, dass Sie den Kindern und den Enkeln natürlich auch schöne Geschenke machen, sich selbst aber auch mal endlich wieder was gönnen. Und deshalb 284,91 Euro, das ist Ihr TV-Sonderpreis. Ihre Bestellnummer, die ZX1603 und die 569. Und dann kann man loslegen. Ja, bitte, Ralf. Ja, und gerade wenn in der Weihnachtszeit eben die Familie zu Besuch kommt, da kann man mal ganz stolz präsentieren. Man lässt es doch ein bisschen versteckt. Die Abdeckung ist ja mit dabei, die kann man auch permanent machen. Aber wenn dann die Verwandtschaft kommt, dann sag mal, pass mal auf, ich habe was Neues. Das zeige ich euch jetzt mal. Und dann nimmst du diese Blende hier vorne ab und zeigst deine neue gigantische Soundbar hier. Sie sehen es hier, 15 Lautsprecher integriert, insgesamt in 5 Gruppen organisiert. Das heißt, dass hier auch der 3D-Klang wirklich leistungsstark im ganzen Raum verteilt wird. Und nochmal, 250 Watt Musikspitzenleistung. Das reicht wirklich aus, um den Nachbarn zu ärgern. Aber es geht nicht unbedingt um Lautstärke. Aber wenn ich mal Party mache, ist das natürlich genau richtig, sondern es geht um die Klangqualität auch in den leisen Tönen. Und die ist hier voll und ganz gewährleistet. Es ist für mich das Nonplusultra aus dem Pearl-Programm, was wir haben an Soundbars und auch sehr, sehr gefragt. Deshalb bin ich mir sicher, dass diese jetzt auch in wenigen Tagen vor Weihnachten eben ausverkauft sein wird. Deshalb schnell sein und zugreifen, ZX1603 und die 569, Ihre Bestellnummer. Entweder gönnen Sie sich das selbst jetzt vor dem Weihnachtsfest und den Kindern ganz, ganz tolle Stimmungen beim Heimkinoerlebnis und auch bei den Weihnachtsfilmen zu gewährleisten. Oder aber, weil Sie sagen, ich möchte das Ganze zum Beispiel meinem Partner oder meiner Partnerin schenken. Aber wir hatten natürlich auch noch ein sehr kostengünstiges Modell, 56,91 Euro. Ja. Das holen wir noch mal kurz in die Grafik für Sie, denn da wird jetzt gerade schon sehr stark nachgefragt. Ja, auch hier ganz einfache Anschlüsse an den Fernseher und dann natürlich die Zusatzfunktion Bluetooth, ein AUX-In, da kann ich auch meinen Media Player anschließen oder dann auch per USB-Stick, also über den USB-Media Player hier. 100 Watt Musikspitzenleistung integriert sich 1:1 im Fernseher, also meine ist fast unsichtbar. Wenn ich Gäste habe und sage, guck, ich habe da eine Soundbar, die sagen, habe ich gar nicht gesehen, weil sie wirklich fast unsichtbar sich in den Fernseher fast integriert. ZX1752 und die 569, 56,91 Euro für den Start in die Welt der Soundbars hier mit 100 Watt Leistung für 56,91 Euro in einem wunderschönen Design und einer Klavierlackoptik, die auch uns Damen super erfreuen lässt. Wenn Sie jetzt aber sagen, Mensch, Soundbar ist schön und gut, ich möchte aber, dass es richtig wumst, dass das Geschirr in den Regalen, in den Vitrinen klirrt, dann ist die nächste die richtige für Sie. Also hier kriegt man wirklich einen unglaublichen Druck. Nochmal 250 Watt Musikspitzenleistung, dann die Kompatibilität zu 5.1 Anlagen. Das ist schon mal hervorragend, aber auch als alleines Soundmodul mit der 3D-Technik eine atemberaubende Akustik. Und egal, ob Sie jetzt eben den Fernsehton verstärken möchten, um das Kinoerlebnis nach Hause sich zu holen, oder ob Sie ganz einfach mal Ihre Lieblingsmusik per Bluetooth hören wollen oder vom USB-Stick. Ich habe mir sagen lassen, dass viele beim Staubsaugen zum Beispiel natürlich etwas lauter Musik hören, damit man den Staubsauger nicht so hört. Vorausgesetzt, man hat einen. Ja, du hast deinen bald auch wieder. Ich weiß, du leidest ohne Staubsauger, aber morgen bekommst du ihn ja wieder. Aber hier, Musik. Wirklich Musik hören der Extraklasse und dann natürlich die Unterstützung des Fernsehsounds. Und das könnte jetzt natürlich entscheidend sein, gerade weil in der Weihnachtszeit wieder die schönsten Filme laufen. Die ZX1603 und die 569, die wunderschöne Bestellnummer für 284,91 Euro TV-Sonderpreis und auch noch versandkostenfreie Auslieferung. Gehen Sie in die Leitung, sichern Sie sich das Heimkinoerlebnis der Extraklasse. Gerade jetzt, so zum Ende des Jahres hin, darf man sich auch selbst
selbst mal was gönnen oder dem Partner, der Partnerin vielleicht ein etwas größeres Geschenk machen, wo dann auch gleich die gesamte Familie von profitiert. Zwei Varianten, einmal für 56,91 Euro, das, ich will nicht sagen Einsteigermodell, die schöne Soundbar hier im Spitzenpreis, oder aber auch, Sie sagen, es soll ordentlich scheppern und klirren, dann die hier ausprobieren. Viel Spaß, wenn die richtige Entscheidung bekommen. Loslegen!